Vor 90 Jahren wurden das erste Mal in St. Margareten im Burgenland die Passionsspiele aufgeführt, das Leben von Jesus Christus. Heute ist es wieder soweit. Ich begrüße Sie zur großen Premiere aus dem Röbersteinbruch. Wenn in der kleinen burgenländischen Gemeinde St. Margareten ein Großteil der Männer mit Bärten und langen Haaren anzutreffen ist, ist wieder Festspielzeit. Ja, Margareten ist ja sehr katholisch geprägt und es ist natürlich schon das Leiden und Sterben von Jesus Christus darzustellen, ist schon eine Aufgabe und für einen Katholiken ist das was Bewegendes. Es ist diese Tradition, die sich über die vielen Jahre gefestigt hat, zusammen mit den anderen Leuten was Gemeinsames zu machen. Und man wächst so richtig zusammen. Es ist zwar nur alle 5 Jahre, aber trotzdem, der Zusammenhalt wird sehr stark gefestigt innerhalb des Dorfes. Man kennt sich im Ort, aber nach 5 Jahren, komprimiert sich diese Gemeinschaft wieder. Man sieht sich öfter, man unternimmt was, man sitzt hier, man plaudert, es ist oft so gemütlich. Dann nachher, wenn man also nach der Probe, es ist wirklich wunderbar, ich genieße die Zeit sehr, das wird mir schrecklich abgehen. Alle 5 Jahre bringen mehr als 600 Laiendarsteller aus der Ortschaft bei den Passionsspielen das Leben Christi zur Aufführung. Ich weiß nicht, ob es die Lebensgeschichte von Jesus Christus jetzt alleine ist. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel der Geschichte mit der Darstellung auf dieser Riesenbühne. Also wenn man wirklich einmal sieht, man kennt das Ganze aus der Bibel mit dem Kreuz, ans Kreuz gehängt und jetzt sieht man, da wird wirklich eine Person ans Kreuz genagelt. Es donnert und blitzt und der stirbt eigentlich. Damit hat das Ganze viel mehr Tiefe, viel mehr Wirkung. Es ist so, wie soll ich sagen, fast Kino für Arme auf gut Deutsch. Also doch in einem gewissen Maß eine sehr, sehr bildliche Darstellung auch, die man halt bei der Bibel und auch im Gottesdienst nicht so erleben kann. Wie ist es so, den Jesus zu spielen sozusagen? Eine Herausforderung, das auf jeden Fall. Und insofern auch sehr, ja, wirklich intensiv, weil man eben die ganze Palette an Gefühlen durchkosten darf und soll. Es ist ein erhebendes Gefühl, aber es ist auch immer wieder schön, hier nach hinten zu kommen und Ruppe zu sein. Das ist ganz was Besonderes, der Steinbruch pur. Die Kulisse ist natürlich für uns ein Gottesgeschenk. Viele, die in Israel waren, sind erinnert daran an die Landschaft, die dort gegeben ist. Und durch die szenische Darstellung geht das natürlich noch tiefer hinein. Und wenn man zuschaut und unsere Kinder sieht, wie die mitleben und mitwirken, ist das wirklich eine Freude, eine Bibelschule, die ganz weit und tief hineingeht. Da kann man Religionsunterricht jahrzehntelang machen, erreicht man das nicht. Seit 90 Jahren nimmt hier ein ganzes Dorf von klein auf an der Darstellung der Lebensgeschichte Christi teil und der Glaube wird gelebt. Das Leben, das Leiden, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi berühren. Man merkt, wenn man zuhört, dass also wirklich sehr, sehr viele Menschen ergriffen sind. Man merkt, dass da, also man könnte sozusagen ein Steinchen fallen hören. Es ist unglaublich ruhig. Man schaut gespannt, wie es weitergeht. Man kann da richtig mitgehen. Das ist auch sehr gut schauspielerisch, aber auch stimmig dargestellt, sodass man dem wirklich sehr, sehr gut folgen kann. Die Bibel lebt, so merkt man das da im Steinbruch. Man muss es einfach einmal sehen. Und ich glaube, diese Passionszeit ist ja wirklich auch etwas, was wir alle in uns tragen. Ich meine, wir leiden alle. Es ist ja nicht so lustig, das Leben, dass wir es so immer nur mit Spaßgesellschaft erleben. Die mächtigste Naturkulisse des Römersteinbruchs im burgenländischen St. Margareten bekommt noch bis zum 21. August einen biblischen Bezug. Der Reinerlös der Passionsspiele kommt karikativen Zwecken zugute.